Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Wir testen heute die neuen Höllenlichter vom Komet aus dem Lidl, die es hier zur Halloween-Zeit bei Lidl zu kaufen gibt, gab, wenn ihr das Video seht, mit Sicherheit noch gibt. Fünffach sortiert gab es das Ganze vor Ort und zwar in lila, in grün, in ja, so einem Orange, Rot und in Blau-Türkis. Und es sind hier jeweils 2 Stück pro Schachtel enthalten. Wir haben hier 39,2 Gramm. Sie sind nicht ganz günstig, muss man dazu sagen, aber Lidl lockt da wieder mit einer ganz coolen Aktion, nämlich kaufe 3, zahle 2. Bedeutet, man bekommt jetzt quasi zum Beispiel diese 3 hier für 9,99 Euro müssen es, glaube ich, gewesen sein. Ist, oder 9,98, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe insgesamt dann auch 6 Packungen gleich mitgenommen. Einmal die Lidlinen noch doppelt. Die habe ich jetzt hier auf dem Video gar nicht mit dabei. Und ja, wir gucken mal, wie sie so sind. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt ganz genüsslich gestalten und wirklich auch beide jeweils aus der Schachtel wegzünden der Reihe nach. Und dann schauen wir mal, was Leuchtkraft und Brenndauer so sagen. Auf geht's, viel Spaß beim Test. So, die neuen Höllenlichter vom Komet. Wir testen alle Sorten jeweils 2 Stück der Reihe nach einfach weg. Ja, bedeutet, das Video wird etwas länger werden. Wir starten hier als erstes mit den blauen Höllenlichtern. So sehen die Teile aus. Haben theoretisch einen Handgriff. Ich muss gestehen, bei der Anzahl, die jetzt mit der Kamera alles in der Hand zu halten, wird etwas zu viel. Ich habe hier mal was vorbereitet und da werden wir sie jetzt einfach mal zünden. Los geht's! Oh, richtig hell, Alter! Ja, ist ein relativ helles Blau. Schwer einzufangen auf der Kamera auf jeden Fall. Brennt noch ein bisschen nach. Ja, aber Brenndauer? Doch, war auf jeden Fall solide, würde ich sagen. Weiter geht's mit dem zweiten Blauen. Also eine richtig schön lodernde Flamme. Rauchentwicklung ist schon auch nicht ohne, würde ich sagen. Weiter geht's mit dem roten. Fun Fact, das ist das Einzige, was tatsächlich hier von der Farbe der Banderole hier nicht die Farbe des Effekts hat. Sehr interessant. So. Na. Ich winkel das jetzt einfach mal so ein bisschen an. Oh ja, sehr, sehr schön kräftiges Rot. Richtig schön grell. Also das ist jetzt auf jeden Fall im Vergleich zum Blau wirklich sehr, sehr kräftig. Sehr geil. Dann machen wir direkt den zweiten hinterher.
die Teile machen auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen. Im Hintergrund, naja, Freitagabend geht schon wieder ab in der Großstadt. Fun Fact am Rande, es war heute Fußballspiel, 8-3 gewonnen. Crazy. Aber echt cool, also schöne Farbe. Und ich bin vor allem echt zufrieden dafür, dass da zwei Stück in der Schachtel drin sind mit der Brenndauer. Also die Brenndauer, die ist wirklich, wirklich stark, muss man sagen. Weiter geht's mit den Grünen. Richtig hellgrün. Schauen wir mal, ob der Effekt auch hellgrün wird. Los geht's mit dem ersten. Oh ja, ist tatsächlich so hellgrün. Richtiger Grünstich auf der Kamera. Aber was trotzdem auffällt, also so ab der Hälfte, sag ich mal, vom Effekt her, werden sie von der Farbgebung her schon deutlich schwächer. Ist zwar trotzdem noch da, aber werden schwächer. Auch die Flamme wird dann gegen Ende hin kleiner. Sehr schön. Dann machen wir doch direkt den zweiten hinterher. Ah, dieser Duft ist auf jeden Fall geil. Kommt schon ein richtiges Silvester-Feeling wieder auf. Man bekommt richtig Bock zum Zündeln. Sieht man eigentlich nur noch gefühlt eine gelbe Flamme auf der Kamera, so eine normale Flamme eigentlich. Doch, aber echt cool. Das meine ich so mit diesem Nachzündeln noch. Man hört sogar innen drin immer noch sprudeln. Jetzt ist zu Ende. So, haben wir noch zwei Sorten. Noch schöne Farben auf jeden Fall. Weiter geht's mit Orange. Der erste. Ja, so ein grelles Gelb-Orange. Also Rauchentwicklung ist schon wirklich nicht ohne. Sehr cool. Zweiten hinterher.
Sehr, sehr schön. So, und dann kommen wir zur letzten Farbe. Bin ich mal sehr gespannt. Violett, lila, wie auch immer. Ganz genüsslich. Los geht's. Oh ja. Könnte fast meine Lieblingsfarbe sein, tatsächlich. Sehr, sehr schön. Also die hat mir jetzt fast am besten gefallen. Und noch die letzte. Sehr, sehr geil. Wahnsinn. Ja, das soll es gewesen sein. Also echt richtig, richtig coole Teile auf jeden Fall. Machen es Spaß. 2 Stück in der Schachtel. Ja, und ich meine, da ist dann der Preis eigentlich auch echt okay, wenn man überlegt, von Nico ein Bengalo zahlt man ja auch so 3 € für. Fand ich echt cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat das Testvideo gefallen und wir sehen uns schon bald zu einem neuen Video wieder. Ciao. Macht's gut, Leute.